Würdest du heute, wenn du jetzt anfangen würdest, glaubst du, du könntest diesen Erfolg noch mal haben und es noch mal machen? Also auch diese ganze Rap-Szene hat sich... Mit 46? Ja, nein, also wenn du heute tatsächlich als junger Künstler anfangen würdest. Hey, Leute, du bist ja ein junger Künstler. Was geht ab? Ich bin ein Rapper. Das würde bestimmt voll reinhauen. Sehr cringe, würde deine Tochter jetzt sagen. Nee, die würde cringe sagen. Ja, genau. Das dazu. Es ist natürlich, Prenzlauer Berg, es gibt viele Leute, die aussehen wie Jan Delay. Das ist wirklich schwierig. Ich muss da ganz genau hingucken. Moinsen! Hallöchen! Das darf ist Fritzi. Ja, natürlich. Ja, hallo Fritzi. Sie bittet darum. Hallo Fritzi. Komm her. Fritzi, komm her. Aber sie will erst mal voll gucken, was sie geht. Nee. Na gut, verstehe. Sie würden das Hallo. Aufregen. Moin. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Gleichfalls. Und du ist natürlich immer, ich stehe auf Hunde. Ja, und das ich ist auch. Natürlich immer schon. Also ich mag dich auch so, hättest du ja, gar nicht nötig gehabt, aber jetzt hast du einen Riesenstein im Brett. Aber sie, darf sie zum Konzert mit? Ja, sie, also die, wenn ich sie heute Abend wieder mitnehme, dann bleibt, sie kennt das auch schon, dann bleibt sie im Backstage und chillt da. Und dann ist die ist so gechillt. Wir waren gestern den ganzen Tag von einem Podcast zum anderen. Und alle immer nur so, oh Mann, ist die schmuf. Letzte Woche war Wolfgang Niedecken hier mit seinem Hund und der hat alles zerlegt. Und der Hund war auch unerträglich. Genau. Ja. Und ich find's sensationell, dass das Halsband vom Hund zu deinem Outfit passt. Natürlich, ja. Das ist ja eh klar. Ja, ja. Ja, eh klar. Das heißt auch vor allem Details, Petrote, Kies und Blau. Ja. Petrote, Kies ja, und geil. Blau, weißt du? Ja, geil. Aber wir haben nur die eine Leine und nur das eine Halsband. Ach so, das heißt, du musst dich immer so anziehen. Ja, ja. Sehr schön. Ich richte mich dann nach ihr. Ich bin jetzt auch verwirrt, weil du bist ja hier, weil du Konzert spielst. Du, wo, oder wohnst du in Berlin? Ich bin immer, also meine Tochter ist hier geboren. Wir sind dann immer, meine Frau ist Berlinerin, also echte Berlinerin. Und ich bin immer hin und her gependelt. Und ich hatte keinen Bock mehr. Und ich habe immer gesagt, können wir nicht irgendwann nach Hamburg ziehen? Und dann, als es um die Einschulung ging, habe ich es geschafft, sie zu überreden. Nach Hamburg zu gehen. Ja, und jetzt ist sie in Hamburg eingeschult worden. Genau, und jetzt fahren die manchmal hierher, ich fahre manchmal, habe hier zu tun oder so. Also nicht ganz aufgeben, aber ich genieße das so, dass ich wieder ganz in Hamburg bin und dass ich nicht mehr immer hin und her pendeln muss. Ich wollte gerade sagen, das müsste doch ein starkes Vermissen sein, oder? Du bist ja durch und durch Hamburg. Volles Brett. Und wann kommst du wieder an? Wann kommst du nach Hause? Ich fahre jetzt, ich glaube, ich fahre noch morgen zu meinen Schwiegereltern zum Grillen. Ach, wie süß! wir wollten eigentlich alle dahin, aber meine Tochter ist krank geworden. Jetzt fahre ich dann wahrscheinlich alleine hin und dann fahre ich wieder nach Hamburg. Schön. Und freust dich? Ja. Auf daheim? Ja. Und bist du Zugreisender eigentlich oder geht das nicht? Ja, okay. Ich kann ja jetzt auch Auto fahren. Zeige, du hast erst vor 2 Jahren einen Führerschein gemacht, genau, weil deine Tochter es wollte. Eine Woche vor Corona. Habe ich also. Clever eigentlich. Ja, ne, hab ich gut hingekriegt. Wäre ich durchgefallen, dann hätte ich jetzt keinen Führerschein, weil das war schon. Ich bin bei der ersten Prüfung schon durchgefallen. Dann war das die. Bei der theoretischen oder bei der praktischen? Nee, praktisch. Dann war das die zweite. Was hast du denn verkackt? Warum bist du durchgefallen? Oh, richtig bescheuert. Vorher fährt man ja noch mit seinem Lehrer, um so ein bisschen reinzukommen und im Saft zu sein, also vor der Prüfung unmittelbar. Oder am Tag vorher war es vielleicht auch da, keine Ahnung, und bin so rumgefahren und dann meinte er, hier fährst du so langsam und so. Und ich so, ja, wieso, da ist 30er-Zone. Er so, nein, guck doch mal, da unten ist doch die zeitliche Begrenzung. Die wollen auch, die Prüfer wollen, dass du schnell fährst und nicht so langsam, weil da hältst du auch den Verkehr auf. Ich so, okay, alles klar, fahr. Hm. So, am nächsten Tag Prüfung. Ich sehe die 30er-Zone und bretter durch, weil da drunter ist ja diese zeitliche Begrenzung. Und dann höre ich nur dieses Geräusch, was du nicht hören willst. Was ist denn los? Da ist 30er-Zone. Ich so, ja, klar, aber das ist doch zeitliche Begrenzung. Ja, haben Sie mal auf die Zeiten geguckt? Nein. Da waren das nämlich genau die andersrum Zeiten. Und dann, keine Ahnung, bin ich halt durchgefallen, richtig dumm. Aber dann dachte ich, okay, jetzt ist alles cool, ich bin durchgefallen, jetzt ist die Aufregung weg, jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe, jetzt bin ich voll zen-mäßig am Start. Und ist der In 2 Wochen gehe ich wieder zur Prüfung. Mir war kotzübel, ich habe Bauchschmerzen gehabt, der ganze Rücken hat geschwätzt, ich hatte einen trockenen Mund. Alles, was du haben kannst. Es war unglaublich, so ging es mir noch nie. Nicht mal, als ich beim scheiß
ESC live aufgetreten, ja, bin in 180 Länder über so. Da war ich bisher, das war der aufgeregteste Moment in meinem Leben. Das war krasser. Und ist der Prüfer strenger, weil du ja an Delay bist, oder hast du dich verkleidet? Der hat das gar nicht gecheckt. Ich hatte eine Brille auf, also eine richtige Brille, weil die muss ich tragen beim Fahren. Und dann bin ich so hin und wollte ihm die Hand. Ich weiß gar nicht mal, ob er mir überhaupt die Hand gegeben hat. Auf jeden Fall das Erste, was er gesagt hat, war, die müssen Sie immer aufhaben. Ich so, ja, ich weiß, deshalb habe ich sie ja auch auf. Hallo, ich bin Jan. Okay. Und der war sehr straight, aber ich habe bei ihm bestanden. Ach so, du kriegst noch ein Mikrofon. Ja. Ach so, ich kann jetzt alles nochmal mit Mikrofon. Das synchronisieren wir einfach nach. Ja. Nein, wir haben alles drauf. Einmal hallo. Hallöchen, freu mich sehr. Hat Fritzi schon das große Geschäft gemacht eigentlich? Schon zweimal heute. Wow, Respekt! Ja. Aber ich habe mir gedacht, das ist trotzdem gut, wenn wir noch mal ein bisschen mit ihr spazieren, weil heute ist Konzert, Soundcheck, das wird alles sehr öde für sie und blöd, da muss sie da im Backstage rumhängen. Deshalb ist, glaube ich, gut, wenn wir, bevor wir da hinfahren, noch mal irgendwie ein bisschen im Park. Sehr gerne. Wir bespaßen dich, Fritzi. Fritzi! Fritzi! Wir bespaßen dich! Da hingucken! Guck mal, hier bin ich! Ja. Wir bespaßen dich! Was hältst du davon? Sorry! Ansagen einfach weggehen! Das ist wirklich. Das ist heartbreaking! Ja, sorry. Was für aber schönes, idyllisches, harmonisches Familienleben. Tochter, Hund, so richtig, das ist schön. Ja. Das ist total gut. Das ist so angekommen, oder? Ja, das ist sehr schön. Vor allem jetzt angekommen, weil wir jetzt in Hamburg sind und nichts gegen Berlin, aber wenn du immer pendelst die ganze Zeit, dann kommst du eben nicht an. Das ist genau das Ding. Und vor allem ist das Gemeine, wenn du sowieso vom Job her immer unterwegs bist, ja, und dann noch dazu noch das andere auf Tour sein, also zwischen den beiden Städten hin, also wenn ich irgendwas aufgenommen habe oder ins Studio musste oder so, dann noch mal wieder nach Hamburg, das ist ja dann wie Tour und dann ist man irgendwie gefühlt ständig unterwegs. Ja, ich kenne das Gefühl jetzt gut. Nicht mehr, genau. Und das jetzt nicht mehr, das ist echt wirklich genau angekommen, ist das richtige Wort. Du hast ein schönes Lied auch geschrieben auf der aktuellen Platte Zurück, ne, wo es ja, genau darum geht, genau, dass man unterwegs ist. Das ist dann, wenn man ohne Leine geht, nicht so gut. Entschuldigen mal, Sie? Was machen Sie mit meinem denn? Hund? Das ist Berlin. Da hilft jeder jedem. Da wird sich auch mal gekümmert. Vielen Dank. Sehr nett, danke schön. Mein Hund ist gehorcht sehr gut, Sie brauchen nicht helfen. Ja, vielen Dank, Sie völlig unbekannte Person, die wir zufällig hier getroffen haben. Ja, genau, aber das ist genau das. Ich hab dieses Lied gehört und dachte, ich kann das so nachfühlen. Dieses, man sagt den Liebsten noch Tschüss, setzt sich in den ECE genau irgendwie und denkt, ach, eigentlich wäre ich jetzt lieber mit euch auf dem Sofa und würde Netflix gucken. Ja. So. Klar, man liebt den Job, gar keine Frage. Ja. Aber man liebt auch seine Liebsten. Ne? Ja, genau so ist es. Wollen wir hier rumgehen? Ja, weil da ist auch ein anderer Hund. Das ist das klassische Hundebesitzer-Ding. Da ist ein anderer Hund. Und dann kommt der Satz, ist es ein Rüde? Nee. Ach so. Ja, da kommt dann immer. Ist ein Rüde, ja, nee, dann genau ist okay. Ja, ja, genau. Oder sie ist läufig. Kommt aber jetzt, wenn man selber Hundebesitzer ist, versteht man diese Sätze auch. Ich muss die manchmal jetzt, wenn sie läufig ist, muss ich sie halt selber sagen. Ja, genau. Ist das ein Rüde? Ja. Weißt du? Dann urfeige ich mich, kasteie mich immer selber, dass ich solche Sätze sage. Ich finde das gut. Gehen wir eigentlich zu Fuß zum Arzenheim? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Können wir gerne machen. Du wolltest noch was essen, oder nicht? Oder kriegst du ja ein sehr gutes Catering? Das weiß man immer erst, wenn man da ist. Darf ich mir kurz ein Wasser holen? Ja, selbstverständlich. Willst du auch einen? Ich kann dir auch ein Wasser holen, dann kannst du mir kommen, dann warte doch mit deiner besten Freundin. Okay, ich warte mit meiner besten Freundin, die mag mich nämlich sehr. Mama Sitzi. Sitz. So was, sagst du Sitzi, weil sie es auf Fritzi reimt? Nee, irgendwie hat sich das, man redet doch immer so niedlich mit seinem Hund. Das stimmt, ja. Stinky, wartest du hier? Ich komme gleich wieder. Ja, ich warte hier. Schön. Und du auch. Also du willst nichts, ja? Nee, aber brauchst du Geld? Nee, ich hab. Du willst nichts? Ah doch, dann nehme ich auch ein Wasser. Ohne? Ja, vielen Dank. Wir laden gerne ein. Aber wir laden dich ein, selbstverständlich. Alles hier ist... Ach, wie nett.
Moin. Du hast einen sehr netten Besitzi, Fritzi, Sitzi. Er kommt gleich wieder. Komm, ich sitze hier bei Fritzi. Ja. Ah, okay, die bezahlen das, sagt er. Ja, komm mal rein, sonst denken die, ich will verarschen. Bin ich so ein wenig vertraut? Nee, alles gut. Geilster Move, irgendwo reinzulaufen, also. Mit draußen steht jemand in der Kamera und sagt, die bezahlen das und dann so rausgehen. Also. Er hat mich vielen so Dank angeguckt. Ja, ist klar. Irgendwie ist so der Eindruck, du wirst immer glücklicher. Du wirst immer entspannter. Oh, so. Ja, das freut mich oder? Sehr. Also, das kann man ja von sich selber nicht sagen. Also, doch, selbst wenn man es sagen könnte, käme es peinlich, wenn man es sagt. Nee, aber wo ich dir recht geben muss, immer wenn ich so ältere Sachen sehe von mir, so Interviews oder so, dass ich da immer so ein bisschen verbissen wirke und so. Yeah. Also so komisch, ja, so einen gewissen Stock im Arsch. Also nicht ein Stock, aber so ein, ja, keine Ahnung. Also verbissen ist, glaube ich, oder ja. Verkniffen oder und dann auch so manchmal so abhede über irgendwelche Sachen oder sowas. Das fällt mir schon auf. Und dann denke ich, oh Mann, was für ein unsympathischer kleiner Scheißer ich da doch bin. Aber das ist doch sehr reflektiv. Viele haben das ja gar nicht, so eine Erkenntnis. Ich finde es übrigens nicht so. Doch, aber ich glaube, die haben diese Erkenntnis nur nicht, weil sie nicht das Glück oder den Fluch haben, dass sie das Internet aufmachen können und irgendwelche Sachen von vor 20 Jahren gucken können, wo sie interviewt werden. Ja, also, ja, das stimmt. Das ist schon ein Privileg. Das stimmt. Aber man war natürlich auch mal vielleicht ein bisschen paranoid und so, oder? Und hat ein bisschen, wollen die mich jetzt verarschen oder so? Ja, wir schneiden das zusammen. Das kommt auf jeden Fall damit rein. Ich schätze mal, auch wenn ich jetzt mir irgendwas angucken würde, wo ich bei dir war vor 20 Jahren, da würde ich nicht so wirken wie bei jemandem, den ich irgendwie nicht kenne, wo ich jetzt nicht weiß, ne, wie ich den einschätzen soll und so. Aber trotzdem auch so Grundwesen, irgendwie fand ich das so ein bisschen verbissen. Und was hat dich dann jetzt zur Gelassenheit gebracht? Wir sind ja beide gleich alt. Ja. Deswegen kann ich das, ich kann auch sagen, ich werde auch tatsächlich, merke auch, dass ich viel entspannter werde. Und die Jetztzeit ist die beste. Ich würde nie sagen, ach, vor 10 Jahren war geil, ich will das wieder haben. Nee. Das sehe ich genauso. Und das finde ich auch schön, dass das so ist. Und das ist auch, also dass auch bei dir so ist, dass man erkennt, dass das auch eher ein Automatismus ist und nicht was man sich vornimmt oder, ne? Sondern genau. Wenn man darüber nachdenkt, merkt man auf einmal, ja, stimmt, das ist doch alles cool. Ich weiß nicht, wie das passiert, kann ich dir nicht sagen. Es gibt viele Momente, wo ich einfach, wo ich dann selber gedacht habe, wow. Aber die geilsten sind die, wo man sich vorher was vornimmt und da mit anderen noch drüber redet und man zusammen einen Plan schmiedet und das dann aufgeht. Mhm. Das ist das Geilste. Also wo ich dann irgendwie Kaspar und also Tropf und Matze ist mein Manager, Tropf ist mein bester Freund und Mitproduzent seit, keine Ahnung, wir kennen uns seit wir 11 sind. So. Und wir haben das ganze Jan Delay Ding losgetreten, also ab Mercedes Dance zu dritt quasi diese Platte da gemacht. Ich hatte diese Vision mit der Mucke und ich habe dann immer gesagt, das ist mein Die und mein Lay. Ich bin Jan, das ist Die und Lay. Und irgendwann gemerkt, wir haben eine geile Band und das geht ab. Und eigentlich kann man mit der Band und dieser Show und diesem Entertainment auch diese großen, leblosen Betonhallen füllen. Mhm. Und ich will endlich mal in der scheiß Barclaycard, die ist damals noch Colorline Arena in Hamburg, die war neu, da will ich auch auftreten. Und das können wir auch voll machen und wir können das auch mit einer geilen Show und Liebe füllen, dass das nicht mehr so kalt ist. Das haben wir uns vorgenommen. Und 2 Jahre später haben wir es halt geschafft. Und das war einfach toll, weil wenn man das sich vornimmt und plant und das dann hinkriegt. Und dann haben wir da gesessen und ich weiß, ich bin noch mit meinem Tourleiter Lars Ide, der war auch immer von dem Traum besessen. Er meinte dann so, Janni, und nach dem Soundcheck gehen wir da mal hoch in die letzte Reihe und dann rauchen wir mal einen Spliff. Und das haben wir dann auch gemacht. Und kriegst du skurrile Anfragen? Ich weiß noch, da war ich mit Udo auf irgendeinem Konzert. Da gehen wir Spargel essen. Da war ich mit Udo auf einem Konzert oder bei einem Udo-Konzert. Und dann kam so ein Typ. Hey, du, ne? Und meinte ich so, na? Wie das halt so ist, ne? Kennst mich nicht mehr, ne? Und ich so, nee, sorry. Ja, du, ich wollte dir nur mal sagen, eine Sache, die war so lustig. Und ich so, wieso, was denn? Ja, das ist so 10 Jahre her oder so. Da haben wir dich mal gefragt. Ob du nicht zu uns kommen willst,
in die Bravo Super Show. Irgendwas Bravo, bla, Fernsehen, irgendwas. Und dann hast du geschrieben, du würdest dir eher einen rostigen Nagel ins Knie haben. Und dann musste ich dann selber lachen. Das habe ich dann wohl früher mal geantwortet. Und dann haben sie ja nicht mehr gefragt, alle ja, nicht. Aber das ist gut, das ist eine konkrete Aussage, ja. Das ist gut. Aber diese, also so lustige und skurrile Anfragen kommen immer wieder. Gerade fernsehmäßig. Also ich glaube, jedes Format, was du kennst, wo irgendwer mitmacht, der eine Prominase ist, haben schon gefragt. Aber ist ja eh klar, die fragen immer alle. Ja, die fragen immer alle und dann antworten ne? drei. Genau. So, ja. Und aber keine Ahnung, was war denn das letzte Skurrile? War, glaube ich, so... Das war, glaube ich, ProSieben. Und so eine Sendung, dass man mit toten Stars auftreten kann zusammen. Das muss die ARD gewesen sein. Nee, nee, mit Echttoten. Nicht Scheintoten. Wie, also wie so wie immer Ärger mit Harry? Nee, dass die dann so, eine, ja. So ein Blablagramm. So Hologramm. Instagram, irgendein so in Ding. Und so hätten die das dann gemacht. Also die haben dann quasi so eine Amy Winehouse, eine Whitney Houston, Falco. Diese ganzen D und dann sind die sind ja tot, aber dann sind die dann da und dann macht man mit denen ein Duett. Wieso hast du das nicht gemacht? Das ist das Gute. Ich habe diese Drehs jetzt so organisiert, dass ich mein Mittagessen während des Drehs einfach zu mir nehme. Weißt du? Einfach effektiv ökonomisch. Sehr gut. So. Und du hast auch was davon. Ich habe meine Drehs so organisiert, dass ich währenddessen mit dem Hund rausgehe. Ja, das ist doch super, oder? Ja, voll. Hallo. Moin. Das ist schön, als würde hier so eine Rudi Carrell-Sketch gedreht werden. Ja, eigentlich muss man ja zum Spargel Weißwein trinken. Das ist ja eigentlich, um dieses Sylt-Gefühl herzustellen. Du weißt, aber, dass ich keinen... Du trinkst keinen, ne? Aber du könntest für das Sylt-Gefühl dir den Pullover so über die Schulter werfen. Das ist Sylt. Ja, warte, ich habe eine Jacke, ja, genau. Denke das auch. Stimmt. Ja gut, was trinkst du denn dann als Substitut sozusagen? Normalerweise zu so einem feierlichen Anlass eine Apfelschorle. Ah, cool, das machen wir auch. Dann doch mal. Weil es farblich ja auch an Weißwein rankommt. Es sei denn, es gibt irgendwelche anderen leckeren Schorlen außer Rhabarber, die mag ich nicht so gerne. Schmeckt immer ein bisschen nach Füße. Es ist hier die Frage, die aufkommt, woher du weißt, wie Füße schmecken. Stimmt. Aber es ist dein Ding. So, da hat jeder hat so seine Issues. Stimmt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Was hätten Sie gern zu trinken? Die Kirsche? Kirsche haben wir auch. Ja, nehme ich eine Kirschschorle. Für Sie? Ich würde eine Fußschorle nehmen, aka Rhabarberschorle. Okay. Vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Ja, man fühlt sich ein bisschen auch als Dienstleister. Man will ja auch die Leute, die das hören, auch bedienen. Aber sich davon frei zu machen, zu sagen, mir ist es jetzt scheißegal, ihr müsst das jetzt so annehmen, weil das bin ich halt gerade. Das finde ich, glaube ich, ist schon ein Prozess. So. Ja, ich glaube, also diese, da haben wir, wir Rap-Typen oder wir Rap-Typen, ich kann ja nur von meiner Blase sprechen, von damals, weil ich die ja alle ziemlich gut kenne, das Glück, dass wir damals schon mit so einer Attitüde an die Sache rangegangen sind. Also auch als es noch nichts von uns von früher gab, haben wir, was wir gemacht haben, auch wenn wir es zwei Wochen später scheiße fanden, aber sind wir immer mit der Haltung daran gegangen, hey, das sind wir und so wollen wir das, egal was, ob ihr das jetzt anders haben wollt oder so, weil das gehört, glaube ich, auch zu Rap so ein bisschen dazu. Ja. Und das ist das Schöne, dass man mit sowas aufwächst, dann muss man das nicht mehr später erlernen, dass man, weißt du, sich dann so eine Gleichgültigkeit gegenüber dieses Publikums dann irgendwie erhält oder bewahrt, weil ich glaube, es ist auch der Anfang vom Ende, wenn man jetzt auf all diese Wünsche eingehen ja. würde. Am besten noch jetzt, wo du bei über Spotify und so Datenauswertung, wenn du wolltest, kannst du sofort gucken, was, wo schalten die Leute ab, weißt du, bei welchem Part. Und dann stell dir mal vor, du würdest dich nur noch auf sowas, deine Musik nur noch darauf ausrichten. Das ist der absolute Horror. Das ist ein totaler Kreativitätskiller auch. Ja, komplett, ne? Das ist alles egal. Deshalb muss jeder, sollte unbedingt immer das machen, was er in sich drin hat und niemals... Das, was
das Publikum oder das Management oder die Plattenfirma oder der Algorithmus von ihm verlangt. Das ist natürlich total schwer für so junge Leute, die, also in allen Bereichen, nicht nur in der Musik. Aber es wird immer, genau. Sorry, dass ich unterbreche, eine Sache, ich weiß, es ist schwer, aber ich sag euch, egal wie sich alles verändert hat und dass alles jetzt technologisch ist und so, ich glaube, das wird immer so bleiben, das Gute setzt sich immer durch. Und wenn, natürlich gibt es Leute, die ihr eigenes Ding machen und es ist halt einfach nicht geil. Ja. Da wird auch nie was gehen, das tut mir auch sehr leid, aber das gibt es halt. Aber es gibt auch die Leute, die ihr eigenes Ding machen und die, das ist gut, auf irgendeine Art und Weise. Und es wird sich am Ende durchsetzen. Das ist eben einfach meine Erfahrung jetzt. Auch wenn es ein bisschen länger dauert, auch wenn viele Steine im Weg liegen, am Ende das Gute setzt sich immer durch. Und ich bin sehr froh, dass ich das sagen kann, dass das so ist. Dankeschön. Danke sehr. Er war Kirsch, ich war Fuß. Oh, ja, aber macht nichts. Dankeschön. Guckst du eigentlich noch lineares Fernsehen? Tatsächlich ja. Schön. Weil, gibt's die noch? Sehr gut. Ich gucke nicht, ich seppe. Es ja, ist ich auch. Jedes Mal das Gleiche. Also immer erst nachts so, wenn ich irgendwie aus dem Studio komme oder wenn alle schlafen. Und dann, ich weiß nicht, was das für eine komische Neurose ist. Ich kann, obwohl ich weiß, ich will eigentlich die und die Serie weiter gucken, muss ich vorher einmal dieses lineare Fernsehen anmachen. Zip, 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 zip. 5 Minuten dann durchseppen, ja. Mich aufregen, dass das sowieso alles scheiße ist und dann meine Serie gucken. Aber ich kann nicht einfach nur die Serie haben. Ja, lustig, ich mache das exakt genauso. Und es ist wirklich genau, und es ist, aber ich genieße es auch, weil es tatsächlich ja auch, weil wenn ich mir selber was aussuche, weiß ich ja, das wird gut sein und wenn nicht, breche ich es ab. Genau. Aber da werde ich immer noch überrascht. Es ist wie so eine kleine Reise, denkt, so ein man bisschen. Denkt auch so ein bisschen, da kommt jetzt noch irgendwas, was einen krass inspiriert oder flasht oder irgendwas. Voll. Genau. Apropos toll. Vielen Dank. Ah, toll. Vielen Dank. Perfekt. Danke sehr. Das ist total assi, dass wir euch jetzt was voressen, aber ihr habt ja bestimmt gut gefrühstückt, ne? Habt ihr doch. Ja, komm. Ich tue jetzt hier so als Backfolge. Menschelnde. Achso, das geht nicht, ne? Ja. Ich mach auch ein Mikro an, Idiot. Das. Ich lasse einfach was übrig, ihr könnt dann die Reste. Habe ich mir noch nicht ausgedacht. Achso, jetzt natürlich blöd. Kannst natürlich. Ich stelle jetzt ab jetzt nur noch Fragen, wo ich eine lange Antwort erwarte, dass ich währenddessen essen kann. Aber du hast tatsächlich auch noch einen, wo wir bei Linearen und so ein bisschen oldschool sind. Schreibst du Ideen ins Handy? Weil du hast so ein Textbuch auch, ne? Ja. Dadurch, dass das Handy immer dabei ist, ist es gut für Ideen. Vor allem für, das ist super für Melodien und Basslines und Licks und Triffs. Und wenn ich irgendwie doch einen Reim gerade habe oder so, und ich mache ja nicht immer sein Rhymebook zur Hand, tippe ich das auch rein. Aber für Text schreiben, das kann ich nicht. Musst den Stift in der Hand ja, haben. Ja, musst den Stift in der Hand haben und muss da so rumkritzeln, durchstreichen, so irgendwie Gedanken verloren, irgendwelchen Scheiß da kritzeln und das, weißt du? Es hat auch mehr was, so was Künstlerseelenhaftes, finde ich. Weiß ich nicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen vermessen. Darf wohl vermessen sein. Weil ich finde auch, es ist auch voll künstlermäßig, also es gibt Leute, die haben in der digitalen Welt so unfassbar viel drauf oder was die machen, hat einfach nichts mit analog zu tun. Und das ist auch alles so Geniekram. Und das ist nicht minder künstlermäßig, weißt du? Deshalb würde ich sowas nicht sagen, ja, lieber Pierre. Behalte dir diese. Und jetzt nimm ein Stück Seife, wasch dir den Mund aus. Dann können wir uns weiter unterhalten. Lecker war das. Sehr. So, da musst du jetzt Soundcheck machen. Das fängt jetzt auch. Yep. Keine Rock'n'Roll-Zeit. Ich dachte, man kommt da irgendwie erst abends kurz vorher. Nee, das wäre ja blöd, weil da ist ja, die haben ja auch bei solchen Abläufe und so. Und deshalb wird das alles vorher gemacht immer. Ganz schlimm ist das bei Festivals, wenn du dann, wenn du der glückliche Headliner bist, dann der Einzige bist, der überhaupt einen Soundcheck hat.
Aber dann musst du morgens um 9 Soundcheck machen. Stimmt. Und was ganz erbärmlich ist, ist, wenn man einen Soundcheck machen muss, gerade bei, also bei Festivals ist es ja so, und es sind halt Leute da und kriegen ja, das. Ja, aber das ist lustig. Furchtbar. Nee, das ist lustig. Das macht ja? Spaß. Ja, ja, das macht Spaß. Weil aber der Effekt des Auftritts, weil du willst ja den ersten Auftritt. Nein, da sind dann immer nur so vorne dann so 10 Leute und dann da irgendwo noch so versprengt noch irgendwelche Altleichen oder so. Und alles ist dann so. Das ist lustig. Das macht immer Spaß. Weil dann macht man halt so 3-4 Songs für 4 Leute. Das ist geil. Das ist wie früher. Ja, stimmt. Richtig. Und gehst du selber noch auf Konzerte? Oder ist das, ja, weil es Beruf ist? Irgendwie? Nein. Ja? Ja, klar, auf jeden Fall. Ich würde aber, ich bin jetzt nicht so wie früher dann beim Beastie Boys Konzert, ja, da musst du dann natürlich, willst du auch in die zweite Reihe und dann die ganze Zeit, wow, und so, und das nicht, nee, da hab ich, das ist mir zu anstrengend. Ich habe, als wir das Wacken-Video gedreht haben in Wacken, war abends Headliner Rammstein und dann wollten wir halt fürs Video noch irgendwie haben, dass ich da auch dann so in dieser Menge drin bin. Dann habe ich das so versucht, so reinzukommen und bin kläglich gescheitert. Da müsste ich eigentlich mal so ein kleines, müsste Flo mal so ein Best-of zusammenschneiden von meinen Versuchen, zwischen diesen Heavy-Metal-Vögeln da irgendwie in so einen Mob zu kommen. Es war unmöglich. Das ist also auf sich auch schwierig für jemanden, der genauso ungerne wie ich Türklinken anfasst, in eine Menschenmenge sich reinzubegeben. Nee, das nicht. In dem Fall war es eher schwierig als jemand, der einen weißen Anzug und einen weißen Hut trägt und garantiert nicht aus musikalischen Gründen auf diesem Festival ist, sich da nach vorne zu drängen. Bei Leuten, die seit 5 Stunden da stehen, weil sie genau diesen Platz haben wollen. Ja, weißt du, ja, die sind nicht pissen gegangen. Die haben so Flaschen umhängen, wo sie die ganze Zeit reingepinkelt haben. Und dann kommt da so ein Fatzke in so einem weißen Anzug, weißt du? Was ist für dich heute ein Erfolg? Ist es dann ein Topseller zu sein oder einen Hit zu machen? Ist das die richtigen Leute deine Musik hören ein Erfolg? Oder ist der Erfolg eigentlich vor allem, du findest es geil, was du gerade gemacht hast? Das ist das Allerwichtigste, war es schon immer. So abgedroschen es klingt, aber das ist der größte Erfolg, dass man das, was man sich irgendwie vorgenommen hat oder so, dass man das, dass das irgendwie geil geworden ist und so. Das ist das Wichtigste und der schönste Erfolg. Und danach gibt es auch viele. Also eigentlich die Sachen, die du aufgezählt hast, spielen da alle mit rein. Also man kann sich schon auch mal über den kommerziellen Erfolg freuen. Ist nicht so, dass unbedingt, man dann, ne? Unbedingt. Und jetzt wirst du, ich glaube, das ist dein Taxi. Ich setze dich jetzt ins Taxi, weil du hast jetzt noch ein Konzert zu spielen. Ist es denn, also feiert man danach dann noch? Oder muss man die Kräfte schonen, weil jetzt geht's ja wieder los und man spielt mehrere? Kommt drauf, jetzt wieder drauf an, was du unter Feiern verstehst. Ja, also wenn man jetzt irgendwie nach dem Konzert wirklich noch durch die Clubs ziehen und so, das geht nicht, wenn man am nächsten Tag ein Konzert hat. Das geht einfach nicht wegen Stimme und wegen Fitness und so, das ist einfach scheiße. Und wenn es Feiern einfach heißt, dass man danach noch schön beieinander zusammensitzt und irgendwie einen Whisky Cola trinkt und sich unterhält und ein bisschen Musik hört und mal vielleicht dezent andeutet zu tanzen, dann findet das statt. Das ist, glaube ich, der wildeste Tanz, den ich in meinem Leben jemals gemacht habe, was du gerade angedeutet hast. Ja, wow, ich bekomme vom Zuschauen eine Hüftschmerzen. Ich kriege hier schon Zeichen gegeben. Okay, Digga, du musst gehen. Ich muss los. Das ist mir eine große Freude gewesen. Ja, wie immer. Vielen Dank. Hoffentlich bald. Wegen Falltüren abzukabeln. Ach so, wegen des Mikros, weil das dürfen wir nicht mehr machen. Früher haben wir die verschenkt, aber nee, das musste ich an alles von meinem Privatvermögen bezahlen. Das und das kann ich jetzt nicht mehr erbringen. Immer? Na gut, ich nehme das mal, ich ziehe das mal ab. Wo hast du deine Brieftasche oder mit ich? Im Rucksack. Okay, schade. Na gut. Alles klar. Mein Lieber, vielen Dank und Fritzi. Gerne. Tschüss. Du machst das ganz toll. Fein. Du machst das sehr, sehr gut. Super, guck mal. Und Fritzi stellt sich auch toll an. Danke. Mein Lieber, es ist eine große Freude. Hier ist noch dein Restspargel. Super, mach's gut. Tschüss, vielen Dank. Viel Spaß, bis bald. Fahrt vorsichtig. Ich lass mir nichts vorwerfen. Tschüss, Jan. Ciao. Schön. Das war eine schöne Kurzstrecke mit dem wunderbaren Jan Delay. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Kurzstrecken, ne? Mit, ach Gott, im Grunde allen. Die könnt ihr hier schauen, auf diesem YouTube-Kanal. Und natürlich auch in der grandios, spektakulär guten ARD-Mediathek. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und wenn ihr den Kanal abonniert, bin ich sehr glücklich. Und wenn ihr einen Kommi da lasst, bin ich auch glücklich, solange das ein nettes ist. Ich hätte ja eigentlich mitfahren können. Ne? Ich muss ja auch in die Richtung. Ach so. Soll ich dann wieder mit der S-Bahn oder? Hast du nicht noch
noch Spargel liegen? Oh, stimmt. Ah, nein. Das ist Hundekot. Aber irgendwo